Es war ein heißer Junitag. Mit einer defekten Klimaanlage in unserem Auto machten wir uns auf den Weg von Braunschweig in Richtung Süden. Die erste Woche verbrachten wir in Toblach im Pustertal. Danach ging es mit kurzen Zwischenstopps in Cortina d'Ampezzo und Bozen nach Schenna. Dort blieben wir eine weitere Woche, bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten. Der erste Ausflug führte uns zum Pragser Wildsee. Er wird auch die Perle der Dolomitenseen genannt. Malerisch liegt er am Fuße des fast 3000 Meter hohen Seekofels. Der See ist vor langer Zeit entstanden, als ein Moränenabgang einen natürlichen Staudamm bildete. Nach der vollständigen Umrundung des sagenumwobenen Sees kamen wir wieder am Hotel Pragser Wildsee an. Hier herrschte ein bunter Trubel. Ein italienisches Filmteam hatte die schöne Gegend für sich entdeckt und drehte dort gerade ein paar Szenen ab. Es waren die Dreharbeiten zu der italienischen Serie Un Passo dal Cielo, in Deutschland bekannt als Die Bergpolizei, ganz nah am Himmel. Vai. Silenzio. Und da ist auch der Hauptdarsteller, Terence Hill. Hill spielt in der Serie den Förster Pietro, der zurückgezogen am Pragser Wildsee lebt und immer wieder in Kriminalfälle der örtlichen Polizei eingebunden wird, die mit ihm im Forsthaus untergebracht ist. Thank you.
Weiter führte uns der Ausflug in ein Nachbartal. Das Fischleintal, auf Italienisch Val Fiscalina genannt, ist gelegen in den Sextener Dolomiten. Viele Wanderwege durchziehen das Areal und einige Gaststätten und Hotels sorgen für das Wohl der Touristen. Das Tal ist für seine landschaftliche Schönheit überregional bekannt. Luis Trenker bezeichnete es gar als das schönste Tal der Welt. Hier sehen wir eine Lärchenwiese. Die Kombination von Wald und Wiese ist eine für Südtirol typische Nutzung des Naturraumes. Das lockere Kronendach der Lärche und die rasche Zersetzung der Nadeln ermöglicht vielen Pflanzen ein blühendes Wachstum. Gesundes Futter für das Vieh. Für die Bauern ist die Bewirtschaftung jedoch mühsam und viel kostenintensiver als herkömmliche Wiesen. Aus diesem Grund wird diese Art der Wiesenwirtschaft vom Staat subventioniert. Heute tauchen wir ein in die grandiose Bergwelt der Drei Zinnen, ein markanter Gebirgsstock in den Sechsener Dolomiten. Die höchste Erhebung der Gruppe ist die knapp 3000 Meter hohe Große Zinne. Daneben erheben sich die Westliche Zinne und die Kleine Zinne. Das beeindruckende Massiv gilt als das Wahrzeichen der Dolomiten. Ein Paradies auch für Bergkletterer.
Allein die senkrechte bis überhängende Nordwand der großen Zinne hat eine Höhe von 500 Metern. Es ist aber kaum zu glauben und auch heute kaum nachvollziehbar, dass im Ersten Weltkrieg gerade dieses kahle und schwer zugängliche Gebiet heftig umkämpft war. Hier befand sich die Front zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Und hier trafen wir auch unser Filmteam wieder. Heute stand eine Bergrettung via Helikopter auf dem Drehplan. Der Naturpark wurde erst Ende der 1980er Jahre gegründet. Er besteht aus mehreren Bergmassiven. Damit ist der Park der größte Schutzgebietsverbund Europas. Aus geologischer Sicht ist der Naturpark besonders interessant, da hier die afrikanische und die europäische Kontinentalplatte aufeinandertreffen. Durch das Aufeinanderprallen beider Kontinente wurde vor Millionen Jahren die Alpen aufgefaltet. Hier umwandern wir den Antholzer See, den drittgrößten Natursee Südtirols. Er liegt am Ende des Antholzer Tales. Da der Rieserferner Arn den höchsten Gletscheranteil der Südtiroler Naturparks aufweist, ist der Wasserreichtum eines der Merkmale dieser Gebirgsgruppe. Landwirtschaft im Antholzer Tal. Thank you.
ein kleiner Abstecher nach Innichen. Die hübsche Ortschaft liegt im Pustertal, kurz vor der Grenze zu Österreich. Innichen schaut auf eine lange Geschichte zurück, in deren Verlauf sich im 6. Jahrhundert nach Christus hier auch Kämpfe zwischen Slawen und Bajuwaren entwickelten, die Zerstörung der ganzen Ortschaft nach sich zog. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war die Stadt Garnison der königlich-kaiserlichen Monarchie Österreich-Ungarn. Auf der Fahrt zu unserem nächsten Domizil in Jena, wo wir eine weitere Woche in einem Ferienhaus verbringen wollten, machten wir einen kurzen Stopp in Contina d'Ampezzo. Wir besichtigten einige Drehorte für den James-Bond-Film in tödlicher Mission, der unter anderem hier in Contina 1981 entstand, mit Roger Moore in der Hauptrolle. Hauptsächlich ist Contina aber bekannt als Winter- und Bergsportzentrum. Hier wurden 1956 die Olympischen Winterspiele abgehalten und auch mehrfach Skiweltmeisterschaften. Am Falzarego-Pass ist eine Fahrt mit der Seilbahn auf den kleinen Lagazuoi eine der Hauptattraktionen für Touristen. 1987 kam es hier zu einem gefährlichen Unfall, als ein Düsenjet der italienischen Luftwaffe mit einer Tragfläche das Zugseil durchschnitt und abstürzte. Die Piloten retteten sich mit den Schleudersitzen. Die Kabinen konnten gestoppt werden. Nicht auszudenken, wenn die Tragseile gerissen wären. Als Teil der großen Dolomitenstraße wurde dieser Streckenabschnitt 1905 fertiggestellt. Und zu etwa jener Zeit
entstanden auch zwei Hotels. Für den Tourismus richtig attraktiv wurde es Anfang der 60er Jahre, als die Seilbahn zum Sas-Pordoi gebaut wurde. Es war eine der ersten Seilbahnen in den Dolomiten, die ohne Zwischenstützen angelegt wurde. Der im Eggental idyllisch gelegene smaragdgrüne Bergsee wird auch Regenbogensee genannt. Dem liegt eine Sage zugrunde. Einst lebte im See eine wunderschöne Wasserjungfrau, in die sich der Hexenmeister von Mazaré verliebte. Um ihre Gunst zu gewinnen, empfahl ihm eine Hexe, sich als Juwelenhändler zu verkleiden und einen Regenbogen zu schlagen. Das tat er. Vergaß jedoch, sich zu verkleiden. So wurde er von der Wasserjungfrau entdeckt, die erschrak und im See verschwand. Daraufhin wurde der Hexenmeister so wütend, dass er die Regenbogenstücke und Juwelen in den See warf. Deshalb schimmert das Gewässer noch heute in prächtigen Regenbogenfarben. Zwischenstopp in Bozen, dem Tor zu den Dolomiten. Die bezaubernde Landeshauptstadt lädt zum beschaulichen Bummeln ein, bietet aber auch ein reichhaltiges Kulturangebot. Zahlreiche Schlösser, Kirchen und Museen können besichtigt werden. Und eine Vielzahl von Märkten sorgen für ein reichliches Einkaufsangebot. Wir basteln einen Latte Macchiato.
Auf einem Sonnenhügel oberhalb der Kurstadt Meran liegt die kleine Gemeinde Schenna. Rund 300 Sonnentage im Jahr sind fast schon eine Garantie für einen entspannten Urlaub bei schönstem Wetter. Neben dem Tourismus kommt der Landwirtschaft hier im Tal eine große Bedeutung zu. Die Apfelplantagen ernten im Jahr um die 10.000 Tonnen. Obwohl die Obstanbauflächen in den letzten Jahrzehnten zugunsten neuer Bebauungsflächen schrumpften, konnten die Erträge dennoch durch dichtere Bepflanzung gesteigert werden. Das Schloss Schenna zählt zu den bedeutendsten Schlössern Südtirols. Es ist der Stammsitz der Grafen von Meran und wird auch heute noch von der Familie bewohnt. Links das Mausoleum des Habsburgers Erzherzog Johann. Die Seilbahn führt hinauf auf die Tarsa-Alm. Oben lädt das Gebiet ein zum Wandern über die Wiesen oder zu Spaziergängen an den Walwegen. Die Wale mit Doppel-A sind künstliche Bewässerungskanäle oder Gräben, für die Südtirol so bekannt ist. Neben Äpfeln wird in diesem sonnendurchfluteten Gebiet auch Wein angebaut. Die hier angebauten Rebsorten werden zu hochwertigen Weinen gekeltert. Schenna hat nur wenige, dafür aber exzellente Anbauflächen. Als Hauptsorte gilt der Großvernatsch, auch als Meraner Kurtraube bekannt. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus Südtirol. Schweren Herzens machten wir uns wieder auf den Heimweg.